Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von MAD-TV. Und lo direkt heißt es Merlo Wallisch mit Gershwin. Du Luc Feller erklärt. Wir sind dann heute Abend am Mämer Schloss für ein bisschen mehr speziellen Abend, ein bisschen mehr an einem intimen Kader Abend. Gershwin-Melodien, die gespielt gehen, das Ganze mit Manu Wallisch, dem Misch an dem Paul Motz. Manu Wallisch, meine Sprache, schon in der Gemeinde nicht zu präsentieren. Hat heute schon viel Auftritte hier in der Gemeinde gehabt, in anderen beim Dix-Abend, den wir organisiert haben, hat das bekannt hier in der Gemeinde, weil doch am Kader von der UGDA Musikschule Chore, Gesangschore geht an ganz viel kann er, aber auch wo es die Leute bei ihm auch gewesen hat, hat eigentlich auch die Initiative für den Oventai geholt. Dann haben wir den Mischmutz, bis wir jungen Perkussionisten, Polmutz, nicht gerade so jungen Perkussionisten, eigentlich ein Dinosaurier an der Welt von der Perkussion, wenn ihr so wollt, Professor am Konservatoire, hat dann nach schon 90 Jahren eine ganze Gruppe Perkussionsensemble gegründet, er war auch der Gründer von dem Perkussionsensemble aus dem Konservatoire, und ich meine, ein Vibraphon möchte ich ihm so sehr nicht viel. Wie gesagt, sie spielen heute Abend George Gershwin, Melodien von George Gershwin, ein amerikanischer Komponist, ganz vielseitiger polyvalenten Komponist, der klassische Stecker gespielt hat, komponiert hat, den Stecker für den Broadway, für Musical gemacht hat, den ganz bekannten Oper Porgy and Bess gemacht hat. Viele von seinen Melodien sind in den 60er, 70er Jahren von amerikanischen Sängern überholt worden, von Louis Armstrong, von Miles Davis, aber auch von Barbara Streisand. Und dann natürlich den ganz bekannten Rhapsody in Blue, 1924 zu New York für die erste Mal aufgeführt für Piano und Orchester. Und natürlich auch heute Abend wird das Stück hier zum Ämmer im Programm stehen. Schaffen an der Gemeinde. Das kann ja mit Roger Negri, dem da ist der neue Schulcampus auf der Kerb gucken war. Guten Mittag, die Damen und Herren. Wir sind hier Anfang April. Wir stehen hier für eine neue Kerber Schule, die da hier sieht. Die Schule geht am 5. Mai, 15. September geht's ab. Und ich will jetzt damit ein bisschen präsentieren und auch gehen wir uns hier nur gucken, wie weit da bist du sind. Du hast das erste Gebäude, was du hier siehst. Das ist mein Erlebnis, viel mal so zu resümieren. Hier ist die flotte Gebäude mit den geringen Fenstern, das ist die neue Sportshalle. Und dann da innen am Eck, von der Straße, von der Rüschal Risch, sieht ihr am Anfang den Trakt von der Primärschule.
Das gehen wir also mal am Detail gucken. Hier stehen wir auf dem hennischen Teil von der Gebäude an der Rüdi Kirm zu Kapellen, wo der Heiland Gebäude längsseitig guckt, wo auch Renault aus Saint-Denis rausgeführt wird. Diesen Teil als begreift Gebäude, den hennischen Teil vom Präkoss an Heirob dann längsseitig der Primär. Hier an der Rüdi Kirm, das heißt den hennischen Teil von unserer neuen Schule, sieht ihr auch heute die Entree von dem neuen Parking, den wir mit hier gebaut haben, für 50 Stellplätzen. Wo wir also auch versichern, das Problem, das wir hier auf der Kerb haben, mit den Parkplätzen zu lösen. Hier sieht ihr, dass noch immer den LW für auf den Käfig bestehen bleibt, neben der Schule. Und dann gehen wir als kurz mal den Parking angucken. Schließlich ein ganz kurzer Blick an den innerirdischen Parking. Die sieht schon am Gang, dass die Streicher habe schon am Gang sind, sodass das alles frisch gerecht fertig wird. Hier an der Rue Schaurich ist die Parkplätze ist exklusiv für Bussen gedurcht. Die Stoß geht auch mit Bohnen zugemacht, sodass die Kinder in aller Sicherheit hier an die Schule gehen können. Die Kinder gehen hier über diese Treppe, gehen sie nur an die Schule. Im Moment ist das aus Sicherheitsgründen so. Wir gehen das also mal oben den Hof, den Schulhof angucken. So, hier kommen die Kinder aus dem Bus rauf. Oder wenn sie mit dem Pedibus kommen, kommen sie an die Schildestrebe rauf, die wie gesagt aus Sicherheitsgründen zu ist. Und hier seht ihr dann, wir haben an dieser Schule zwei Schulhöfe. Hier ist der Schulhof für die Kleinkinder mit der Maison Relais. Und hier ist dann das Gebäude von der Hauptschule, wo wir uns dann auch gucken gehen. Hier ist auch der Schulhof am Wand, wenn es schlecht wieder ist, wenn es trennt, wo kann er sich abhalten. Das hier geht noch alles mit Glas zugemacht, dass kein Kanäps geschehen. Und hier sieht er dann den zweiten Schulhof für die Kleinkinder. Für ganz kurz zu erklären, das Gebäude ist auf vier Niveaus abgebaut. Den hennischen Teil ist für, wie gesagt, der Parking. Den zweiten Bereich, da sieht er zwei Klassen vom Präkoss, vier Klassen vom Präskolär, den vierten Teil ist Sportzahl und die Küche von der Maison Relais. Den dritten Niveau ist der nächste Stock vom Primärschule und der, wie gesagt, der nächste Stock vom der Maison Relais. Und die vierten an dem letzten Niveau, das ist der zweite Stock vom Primärsgebäude und auch der zweite Stock von der Maison Relais. Logisch mal ist das Gebäude mal verbunden und gucken gehen. Das fängt an. Hier sind wir am Preo, wo am Anfang die Klassen sich verteilen. Und da fängt man an und aus am Gebäude, wo man mit dem Präkost dann über den Klängen kann. Hier sind wir an einem von den zwei Präkostsälen, wo man sieht, die Leute an und aus zu der Rüdi Kirm raus. Und die Säle sind genau selbst abgebaut wie an der Königsbund zu Mämmer, wo man große Säle für die Kinder an und drum an einer Ruhephase. Hier sind wir dann am zweiten Teil von so einem Saal, wo dann noch hier sieht, dass die Fenster hier niedrig sind, für das kann er auch können in den anderen hier begucken. Dann kann er nur aus dem Präkurs, gehen sie mit groß, und da kommen sie dann an der Fundamental, oder wie früher gesagt, dann der Präskolär, an die Saal, die muss dann noch ein bisschen gucken, hier sind das Festjahren. Hier sind wir dann an dem ersten Teil vom Fundamental, oder wie man früher gesagt in der Spielschule, der Präskolär, wo da oben der Bäuse sieht, den direkten Zugang zu der Spielplatz. Was wir heute aber ähnlich gemacht haben, wie im Königsbund, der ist auf Herren raus, sieht er heute zwei Klassen, wo an der Mitte auch ist, den Trakt Sanitäres für die Kammer. So, da gibt es dann oben ab den Trakt UKGO für die Primärschule. So, da sind wir dann an einem von den 12 Klassensälen, die wir im Primärbereich haben, auch mit einer Aufteilung haben. Für die Kurdapui. Nun haben wir den innischen Teil vom Gebäude geguckt, wo wir, wie gesagt, Präkurs, Präskolär und Primär dran haben. An den vierten Teil Richtung Erlerstraße, wo wir heute Sportzahl und Maison Relais. Dann gehen wir also die Sportzahl gucken. Hier sind wir an der schönen Sportzahl. Die multifunktionell ausgerichtet ist, wie gesagt, mit drei Teilen, auch die Quäschewe, wo ich noch, wie das auch geplant war, kulturelle Manifestationen kann machen.
Nur der Schule, nur im Sport, gehen wir nur nach Maison Relais gucken. Hier sind wir nur mehr, ist der Stadt für die bisschen mehr Großkanner von der Maison Relais, wo ihr seht, dass wir noch ein ganz paar Jahre tun. So, wir haben alle Elemente von dieser Schule gesehen. Dann kann er mal jetzt kommen heute zur Maison Relais ran. Und wenn sie oben gut mitziehen, gehen sie hier raus. Und das können wir also gucken. So, die Damen und die Herren, das war ein kurzer Überschlag von dem flotten Gebäude, wenn wir den 15. September wollen nach Betrieb holen und wo wir dann am Herbst auch einen Porto Wert machen für die Wohnung von der ganzen Gemeinde. Viel Spaß. Ich bin froh, dass mir sich heute Mittag kann bei euch kommen. Der Jochen hat mir gesagt, dass der nicht war, dass der Sohn gekriegt hat und dass der den Sohn will arme Kammer gehen. Weil der lieber auch Süßigkeiten haben, aber weil sie an dem Land, das ein Land, das ganz weit weg von hier, müssen wir 8 Stunden am Fischer fliegen für dahin. Das ist an Indien. Und da sind Kinder, die können nicht an die Schule gehen. Die können nicht an die Schule gehen. Die haben keine so schöne Schule wie die heute zu Mama. Und die kriegen nur die Suche von ihr geschickt, für dass sie auch auf einmal können an die Schule gehen. Und nicht schon müssen schwer schaffen. Du möchtest mehr. Wenn ich mal so an der Jugendkommission vielmals merci für den flotten Tourneier. Den Moin hat man mit ihm, den Mitte nur mal Busse gehört. Ich denke, das ist voll Erfolg. Ich muss ein Zelt vollsetzen, da waren für Leute, die sich interessieren. Die auch den nächsten mehr wollen wir am FC Mämmer zusammen schaffen. Und ein großes Merci will ich lassen hier. Und als Jugendkommission, noch einmal den Herrn Wolfgang Schibiel. An die Gemeinde für die aktive Unterstützung, die wir haben, für die Sachen zu organisieren. Ich will just noch sagen, dass wir am FC 16 Trainer im Moment beschäftigen mit 12 Equipen. Wir haben die Jugend-Equipe praktisch alle gut doppelt besetzt. Nächstes Jahr haben wir verschiedene Kategorien mit 3 Equipen laufen. Wir kriegen immer mehr Kanner bei, was schon positiv ist, was für Mama schwätzt, dass wir es vergrößern, dass junge Leute mal hinkommen und noch Kanner an den Fußball schicken. Das ist ein flott und ein positiv Sache. Wir haben natürlich ein bisschen Probleme. Wir kommen bald und dann von unseren Kapazitäten. Wir haben just 4 Westjahre für die Equipen
alle gut. Ich meine, wenn ihr seht, dass in 12, 13, 14 Kippen laufen, nicht mit 4 Westchen, das ist ein bisschen eng. Mit Gemengen können wir es auch da entgehen, dass wir nach 2 Westchen herbeikriegen, dass wir bessere Kippen gehen. Den synthetischen, den du Männer, wo alle Jahre 25.000 Leute drüber zirkulieren, Spieler geht auch neu gemäß, sodass wir aber trotzdem gute Infrastrukturen haben und dass wir als Präsident und Komitee auch nicht bang für die Zukunft vom FC Mämmer. Und wir hoffen alle gut, dass wir den Klassenerhalt mit der richtigen Kippen an der Promotion halten, weil durch die Kippen aus dem Aushängeschild immer von einem Verein. Ich meine, Mämmer Promotionsverein, das ist positiv, das können wir machen. Das ist das Maximum, das können wir machen. Das ist auch das Minimum gleichzeitig, ging ich so. Vier als Gemeng, auf vier als Infrastrukturen, die wir haben. Und ich bin froh, dass wir heute am 1. Mai einen großen internationalen Turnier haben. Da das läuft in 19. Kehr, also geschwind haben wir ein Jubiläum am nächsten Jahr. Und wir hatten den Morgen schon als Turnier von den Minimen mit 10 Equipen aus Letzeburg, Frankreich und aus der Belgisch. Und wir haben heute Mitten haben wir 10 Equipen Pussan, das sind die Klängen bis 9 Jahre, nee, pardon, bis 11 Jahre, das ist auch etwas Falsches, bis 11 Jahre. Und wir sind auch ganz, ganz froh, dass wir einigermaßen noch Chance haben, wieder haben. So wie es gestern ausgesehen hat, haben wir nicht so gut geschlafen. Aber wie gesagt, da sind wir ganz froh, dass das der Moment, komm, das ist gut, drischen nass. Und wir sind froh, dass wir viele Gäste auch da haben, auch bei unserem Grillfest. Und das sind immer der nächste Mai in gut Ambiance heute zum Marmor am Fußballsterra. Wir freuen uns darüber. Noch das Kehr haben wir eine neue Ausgabe aus unserer Rubrik «Kann er frohen, der Bäumeister entfährt». Lisa Vollchat war an der Schule auf der Königsbund und da nur mit der Frau bei der Bäumeister Gilles Roth. Dann gehen wir mal rum an den Klassensaal und dann gucken wir mal, wer eine fromme Hautgestalt kriegen für den Herrn Bäumeister. Hallo, wer ist denn dein Name? Sarah. Was bist du denn gern, Herr Bäumeister, frohen? Wie viele Leute arbeiten an der Gemeinde? Maja, an der Gemeinde arbeiten direkt rund 89 Leute. Das sind Funktionäre bei uns aus dem Service von dem Sekretariat von der Gemeinde, von dem Populationsbüro, wo die Leute hier Karte Identität machen kommen. Und dann auch die Leute vom Service Technik, der Tisch, die sich bekümmern, alles dort wird gebaut. Dann haben wir daneben auch noch als Erbestag, die gucken, dass alles anständig und proper an der Gemeinde ist, dass die Wasserleitungen, die Kanäle, alles proper ist. Und dann haben wir noch zusätzlich Leute, die direkt von der Gemeinde anfangen, an die an dem Busservice arbeiten, respektive an einzelnen Maison-Relais von der Schule. Nicht abgegriff an den 89 Leute sind aber die rund 100 Leute, die wir direkt an unserem Schulbetrieb schaffen haben, weil das sind Staatsbeamten, die schaffen wohl an der Gemeinde mehr für als Schule, mit sind strikt gesehen Staatsbeamten, die wir also nicht können direkt zu unserer Belegschaft zählen. Es wird immer gesagt, die Gemeinde wiest, erwiest, erwiest, aber wir haben nicht genug Leute für alles an drei zu setzen. Wir gucken aber auch, dass wir zusätzlich von den Leuten, die wir direkt beschäftigen, über Dienste zurückgreifen, zum Beispiel von unseren Handicapierten, ob der CAP, mit denen wir einen Kontrakt haben, mit der LKGMC. Wir gucken auch Leute als Beschäftigungsinitiative bei uns zu integrieren, mit denen wir auch einen Kontrakt haben. Und da selbstverständlich greifen wir auf Handwerksbetriebe zurück, weil das ist auch wichtig für die Wirtschaft bei unserem Land, und vor allem auch die Betriebe, die bei uns an der Gemeinde etabliert sind. Hallo, wie ist denn dein Name? Ich heiße Astrid. Was willst du denn gerne, Herr Bäumeister, freuen?
Wie war es Gemeng so reich? Als Gemeng ist eigentlich nicht reich. Sie hat viel Suhlen, was man gut letztes Mal so und sie steht sich gut. Wie war das dort? Mit das eigentlich ein bisschen so wie an einem Stott daheim. Guck den engerseits zu und zu verdingen, an die Suhlen, die ihn hat, guck die relativ spursam auszugehen. So funktionieren wir auch an der Gemeng mehrmach. Wir kriegen sicherlich Suhlen ran von den Leuten, die Taxe bezahlen, die nicht die Belüste sind am Land. Wir kriegen so ran von Betrieber, die bei uns an der Gemeng ansässig sind, weil wenn die Betrieber Benefiz machen, das heißt, wenn ihr Betrieb gut geht, dann hat auch die Gemeng etwas davon. Und da kriegen wir natürlich auch, wie alle anderen Gemeng, Suhlen, die der Staat hat, an die auf die einzelnen Gemenge verteilt. Und da geht eine Abschlüsselung gemacht, je nachdem, wie viele Anwohner sie an der Regel haben. Und das sind eigentlich die Hauptausnahmequellen von unserer Gemeng. Und wir gucken die dann auch gut zu investieren, dass die Leute etwas kriegen, auch gute Infrastrukturen, dass die Straßen an der Reihe sind, dass Grünflächen an der Reihe sind, dass flott Parkanlagen da sind. Und weil wir den gesunden Gleichgewicht tun zwischen einerseits Suhen und Rackreien und andererseits spursam, heinz so zu viel knauserig vielleicht mit den Suhen ausgehen, umgehen, dafür steht als Gemeng sich gut und das wollen wir auch in Zukunft weiterhin suchen. Hallo, wie ist denn dein Name? Ich heiße Salma. Aber was willst du den Bürgermeister fragen? Ich wollte den Bürgermeister fragen, was wolltest du gehen, wenn du klang warst? Mein Papa hat im Gericht geschafft und ich war oft fasziniert, wenn ich einst bei ihm auf dem Büro gegangen bin und ich wollte eigentlich von Kant und Richter gehen. Ich bin auch dafür nur mit dem Studium an dem Städter College, wo ich Mathematik studiert habe, sind ich dann auf Louvain gegangen und habe dort Droit studiert, das heißt Recht. Ich bin auch dann auf den Code gegangen. Und ich hatte eigentlich alle guten Voraussetzungen für Richter zu gehen mit Politik. Die hat mich aber mehr angezogen, weil ich die Chance hatte, schon mit 25 Jahren Gemeindekonseiller bei uns zu gehen. Und dann Herr nur Bürgermeister mit 32, damals war ich ein Zeitchen der jüngste Bürgermeister an dem Land. Und mit 39 gab ich dann Deputierten, sodass ich eigentlich eine flotte Karriere gemacht habe. Und ich hatte auch die Chance, dass ich immer konnte mich sowohl an meinem beruflichen Leben wie auch an dem politischen Leben mit dem Recht, also mit dem Droit, beschäftigen. Und das will ich auch an der nächsten Zukunft nicht missen. So, das war das Episode von heute. Kann auch froh und Bürgermeister Antwort. Ich hoffe, dir ist rum ein paar gefallen und bis geschwind. Harmonie Gemeng Mama, Fireworks of Music, der Marcel Schmidt erklärt. Fireworks of Music, das ist am Fungel der Motto von unserem Konzert von heute Abend. Den Titel ist das unschuldig, wo mir doch den Abend im Programm, das Stück Shadows of Light, geschrieben von unserem Zuschef Patrick Wilhelm. Das ist der Wunschgewicht von der Kulturkommission, für dieses Jahr bei Gelegenheit von unserem Friedefeier Musik zu lauschen, die wirklich auch von der Mama Musik geschrieben und gespielt ist. Das ist die erste Kehr, dass wir das machen, weil wir aber der Meinung waren, dass vielleicht die Leute nicht den vollen Genuss von der Musik gekriegt haben bei Gelegenheit von Friedefeier, haben wir decidiert, auch zusammen mit der Kulturkommission und ihrem Präsident Luc Feller für den Abend ein Konzert zu spielen, wo das Stück am Mittelpunkt steht. Gleichzeitig profitieren wir auch für verschiedene Sachen, die schon viel von uns gespielt sind, also im Repertoire, und eigentlich der Höhle, für das den Abend der Flotten Konzert gibt.
Das war also MAT-TV-Magazin Nummer 121 vom 15. Mai 2015. Wir sehen uns in 2 Wochen. Ich sage euch, merci für's Zuschauen und bis geschwind.